Hallo und willkommen zu einer neuen Episode meiner Videoreihe zu fremden Gestaden, wo wir uns mit den Geschichten über und mit Corto Maltese beschäftigen. Wie schon letztes Mal erzählt, markierte die Äthiopier das Ende von Hugo Prats Arbeit für das PIF-Magazin. Im Verlauf von 1973 lief dort die Serie aus und 1974 ging Hugo Pratt bei der italienischen Zeitschrift Linus unter Vertrag. Linus war ein Comics-Anthologie-Magazin, das von seiner Art dem französischen Pilot sehr ähnelte und sich an diesem sichtlich orientiert hatte. Linus hatte schon 1965 zu publizieren begonnen und war 9 Jahre später ein etabliertes Magazin, das sich bereits mit der Frage beschäftigen musste, wie es sich verjüngen kann, um aktuell zu bleiben. Und Mitte der 70er stellten sich viele Anthologie-Magazine genau diese Frage. Das Downtown-Magazin, Spirou, Pilot selbst, Metal Hurlant machte es ja vor und Corto Maltese passte zu Linus vielleicht sichtlich besser, als es zu PIF gepasst hatte. Ein weiterer Einschnitt besteht sicherlich auch darin, dass die Äthiopier damals das Ende des Kurzgeschichtenformats bei Corto Maltese markieren und in Sibirien ist sozusagen der erste Band, die erste große Geschichte, die zu einem langen Format zurückkehrt. Wer sich mein äußerst charmantes Ranking-Video zu allen Corto Maltese-Bänden angeschaut hat, weiß vermutlich noch, dass in meinem Ranking dieser Band hier auf Platz Nummer 1 gelandet ist. Und das ist ein wenig widersprüchlich, denn an anderer Stelle hatte ich mehrmals gesagt, dass für mich idealerweise Corto Maltese in die Südsee gehört oder an die südamerikanische Küste. Wenn er sich überhaupt fern des Äquators aufhält, dann doch wenigstens in Venedig. Und doch ist ein Band, dessen Titel offensichtlich Eis und Frost suggeriert, bei mir auf Platz 1. Nun ja, ich bin kompliziert. Der Titel In Sibirien entspricht übrigens nicht dem Originaltitel, zu dem komme ich noch. Und in Sibirien ist auch ein wenig falsch, denn ungeachtet dessen, dass ein großer Teil der Handlung in der britischen Enklave Hongkong stattfindet, findet und später dann auch in Shanghai, findet der vorrangige Teil der Handlung in der Mandschurei statt und auch in mongolischen Gebieten, was ja geografisch gesehen wahrscheinlich nicht wirklich Sibirien ist, wie auch immer. Dieser Integralband hat, wie auch die anderen, auch Essays zur Anführung. Und dieser Aufsatz hier kommt von Gianfranco de Turris und ist ein knapper, kondensierter Abriss der geschichtlichen Leinwand, mit der wir es hier zu tun haben. Also zum Beispiel der wichtigen Frage, wer Roman von Ungern Sternberg war. Der Text beginnt mit einem Zitat von Ungern Sternberg, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Das ist es, was wir wollen, den Fortschritt der Menschheit unterstützen und die Revolution bekämpfen. Ich bin überzeugt, dass der Fortschritt zum Göttlichen führt, die Revolution zur Bestialität. Da spürt man also sofort, dass diese Corto Maltese-Geschichte sehr speziell sein wird, anspruchsvoll und vielleicht auch ein wenig acquired taste, wie die Angelsachsen sagen, sozusagen nicht für jedermann gedacht. Aber hier beschreibt der Autor des Essays auch, wie Hugo Pratt sich mit Jean Mabir angefreundet hatte, der ein namhafter Biograf und Historiker war, der eine Biografie über Baron von Ungern Sternberg schrieb. Wir sind also gut aufgehoben, was historische Authentizität betrifft. Unsere nostalgischen Gelüste dürften hier auf ihre Kosten kommen. Aber es ist in der Tat der eine Comic, wo einige dazu tendieren werden, einen Block und einen Stift an der Seite zu führen, um sich dort die Namen und Orte zu notieren, manche um sich zu orientieren zu können und andere um später einzelne Stichworte vielleicht auch mal selbst zu recherchieren. Das ist ja auch nicht wirklich ungewöhnlich, dass Hugo Pratt
indirekt zu einer gewissen historischen Bildung beiträgt. Ataman Grigori Semenow ist eine weitere historische Gestalt, die wichtig sein wird. Und hier ist Süjbatar, der Anführer der mongolischen Revolutionsarmee. Das ist Admiral Koltschak, der die Weiße Armee in Sibirien gegen die Bolschewiki ins Feld führte. Also im Grunde muss man sich im Verlauf der Geschichte fünf historische Namen merken und ihre Rolle in dem gesamten Gefüge. Also Roman von Ungarn-Sternberg, ein zaristischer Feldherr deutsch-baltischer Herkunft, der in der äußeren Mongolei gegen die russische Rote Armee und die kommunistischen Bolschewiki kämpft. Und der Kosakengeneral Ataman Grigori Semenow oder Semjonow, einer der Anführer der Weißen Garden und im russischen Bürgerkrieg ebenfalls ein Gegner der Bolschewiki. General Chang, eigentlich Zhang Zhulin, der ein berüchtigter chinesischer Warlord war, der in jenen Jahren über die ganze Mandschurei herrschte. Und Admiral Koltschak, wie bereits erwähnt, ein russischer Marineadmiral und eine der Schlüsselfiguren der Weißen Garden, die in Sibirien mit der Unterstützung der USA zum Beispiel gegen die Rote Armee kämpften. Der zweite Essay ist weniger historiografisch, sondern ein feuilletonistischer Aufsatz, geschrieben von Guido Fuga, der ein Kollege und Freund von Hugo Pratt war. Und gleich am Anfang geht Fuga auf den Namen dieses Bandes ein, der eben in der deutschen Übersetzung in Sibirien heißt. Doch im italienischen Original heißt dieser Band nicht so. Sogar im Französischen heißt dieser Band En Sibérie. Aber im eigentlichen Original heißt diese Geschichte Cortes Conta de Tarkana. Und das ist ein Titel, der meine erbärmlichen Italienischkenntnisse vollkommen übersteigt. Die gängige wörtliche Übersetzung des Titels lautet ein verborgener, verzauberter Innenhof, was semantisch wohl Sinn ergibt, aber für einen sprachlichen Amateur wie mich ist die Verwendung des Wörtchens Sconta an dieser Stelle recht ungewöhnlich. Aber da könnte sich jemand dazu äußern, der italienischer Muttersprachler ist. Das ist also ein persönlich und mysteriös klingender Titel für eine Geschichte, welche sich auf einer ganz großen Leinwand abspielen soll. Interessant, dass Guido Fuga hier Bezug nimmt auf den Film Shanghai Express von Josef von Sternberg aus dem Jahr 1932. Und es ergibt sehr Sinn, diesen Film zu erwähnen, denn ich würde nicht nur annehmen, dass Hugo Pratt Shanghai Express sehr gut kannte, sondern hier auch Inspiration bezog. Allerdings ist die Zugreise, welche diese Corto Maltese Geschichte dominiert, keine reine Fiktion, sondern hat eine geschichtliche Bewandtnis. Die Gräfin Marina Semenowa ist eine wichtige Figur in diesem Band, ist aber eben eine fiktive Gestalt, nehme ich zumindest an. Und dieses ganzheitliche Motiv hier in Wasserfarben war, glaube ich, in einigen Ländern das Covermotiv für diesen Band, wenn ich mich nicht irre. Das hier ist mal so eine einfache Karte, die sozusagen den riesigen Schauplatz dieser Handlung zeigt. Die Farben machen hier deutlich, wie komplex die Situation damals geopolitisch war. Legen wir also los. Aber gemessen daran, dass sich die Geschichte überwiegend in der Region um die Stadt Harbin abspielen wird, wäre es deutlich besser gewesen, diesen Band Corto Maltese in der Mandschurei zu nennen. Aber das ist nicht so klangvoll wie En Sibérie. Cortes Conto de Tarkana beginnt in Venedig, tief in den Hinterhöfen der Stadt. Golden Rosemouth ist wohl aus Südamerika zu Besuch. Wir befinden uns in dem alten Ghetto von Venedig. Wir sehen überall viele kabbalistische Symbole.
Und gleichzeitig bietet Hugo Pratt hier auch nüchterne Informationen, wie zum Beispiel, dass wir uns im Jahr 1918 befinden. Übrigens, mal kurz innehalten, aber Goldene Rosemouth erzählt ihm einiges über diesen Hinterhof, wo Corto sich aufhält, und erzählt ihm, dass es da hinten eine Tür gäbe, durch die man kommen und gehen kann und die wie so eine Art Zeitportal funktioniert und wo man in eine andere Zeit damit gehen kann. Das sagt sie so beiläufig. Und da wirft uns so Hugo Pratt einfach so ein Häppchen hin, ohne dass es jemals irgendeine Geschichte gab, die darauf näher eingegangen wäre. Aber ich nehme an, die beiden Epigonen, die Corto Maltese heute in der Gegenwart fortsetzen, die könnten ruhig mal eine ganze Geschichte daraus stricken. Ich wäre dafür. Corto schmökert hier Utopia von Thomas Morus. Doch dies ist alles nur ein äußerst cineastischer Prolog mit einer typischen Hugo Pratt-Überblendung. Und über diesen Umweg der I Ching-Symbole befinden wir uns plötzlich in Hongkong, und Corto denkt etwas verträumt an seine Begegnung mit Rosemouth in Venedig. Das ist also sehr ästhetisch, aber irgendwie auch transzendental von Hugo Pratt konzipiert. Eine tolle Überblendung mit ihrer eigenen internen Logik. Großartig. Und wir befinden uns jetzt aber mindestens ein Jahr in der Zukunft. Die eigentliche Handlung dieses Bandes spielt sich im späten Jahr 1919 und frühen Jahr 1920 ab. Übrigens, einige der besten Zeichnungen von Hugo Pratt befinden sich hier in diesem Band, finde ich. Und die Kolorierung von Patrizia Zanotti ist hier großartig und extrem atmosphärisch. Das hier ist einfach natürlich gigantisch. Wird vermutlich der Thumbnail von diesem Video werden, das ich jetzt schon kommen. Ich liebe auch eben diese Momente der Ruhe, wo Corto einfach nur eine Zeitung liest und wir auch ein wenig erfahren, was so die Schlagzeilen dieser Tage sind. Hugo Pratts Abenteuer hatten immer diesen starken Bezug zur Geschichte, aber häufig sind es solche historischen Vorgänge, die in unserer westlichen, stark unipolaren Welt wenig bekannt sind. Gerade diese für uns hier in Westeuropa obskuren geopolitischen Schauplätze waren Baugruben, wo Hugo Pratt echtes Gold förderte. Und für keinen Band gilt das so viel wie für in Sibirien. Das macht Corto Maltese heute so aktuell. Hugo Pratt bricht mit den eindimensionalen Narrativen der unipolaren, westlich geprägten Welt und öffnet das gesamte Spielfeld für uns. Alle Dinge haben eine Vorgeschichte und keine Bestrebung entsteht in einem Vakuum. Wenn überhaupt, so ist Corto Maltese unter anderem ein freiheitliches Statement gegen die einseitige Fingerzeigerkultur und gegen die primitiven, selbstherrlichen Fantasien jener, die uns ständig erzählen wollen, wer die Guten und wer die Bösen sind. Doch Corto Maltese hat keine Feinde unter Völkern. Rasputin hat in diesen Geschichten die Tendenz, auch mal recht unerwartet aufzutauchen. Doch das hier ist die beste Einführung von Rasputin in den Verlauf einer Geschichte. Ich finde es großartig, wie er sich einfach auf diese Parkbank setzt und ihn schweigend beobachtet, sozusagen, als ob er provozieren möchte, dass Corto intuitiv oder geradezu telepathisch zu spüren beginnt, dass sich da ein Blick in sein Gesicht bohrt. Und Corto ist sogar richtig überrascht, dass sein alter Freund, Schrägstrich Feind, ihm hier in Hongkong begegnet. Hier findet eine kleine Bezugnahme auf St. Kitts in Erinnerung an den dritten Band und immer ein Stück weiter. Die beiden haben sich seitdem nicht mehr gesehen und das war noch 1917, also sind seitdem gut 2 Jahre vergangen. Ich finde dieses ganze Hongkong-Kapitel wirklich so fantastisch gezeichnet, so atmosphärisch eben. Hier hat Corto Maltese die
eine Begegnung mit irgendwelchen Gurkhas, die ihn verhaften. Das mutet sehr realistisch an. Hongkong ist ja zu dem Zeitpunkt eine britische Kolonie. Das hier sind zwei interessante Seiten, insofern, zumindest von einer geekigen oder nerdigen Warte, weil wir hier einiges über Corto Malteses Vergangenheit erfahren. Zum Beispiel, dass er bereits zweimal in China gewesen ist, einmal in 1905 und einmal in 1913. Und einer dieser beiden Aufenthalte ist ja seinerzeit ja in den Band La Jeunesse eingeflossen. Der Look von Hongkong ist hier einfach großartig. Und erneut die Kolorierung von Patrizia Zanotti ist einfach traumhaft. Das ist pure Anemoia. Ist dann auch irgendwie ein interessanter Vergleichsband dann mit Hergés Tintin-Band Der blaue Lotus, weil hier visuell teilweise ähnliche Stimmungsbilder beackert werden. Das ist eine interessante Sequenz, wo diese Frau von den Roten Laternen, was ja der Name dieser Triadengruppe ist, zu Corto plötzlich ganz beiläufig sagt, sie ist in Hongkong, wusstest du das? Und er meint, wer sie? Na sie. In Corto Maltese Büchern mangelt es nicht an Rätseln und Geheimnissen. Von welcher Frau ist hier die Rede? Wenn Corto arg melancholisch wird, denkt man gleich, es geht um Pandora. Doch hier geht es wohl um eine Frau, die Wee Li Sung heißt. Und sie ist wohl die Nichte der Besitzerin einer Opiumhöhle in Mukden, wo in 1905 der junge Corto Maltese während des japanisch-russischen Kriegs lebte. Es scheint so, als ob hier an dieser Stelle Hugo Pratt einfach dieses Häppchen hinwirft, das an dieser Stelle wenig Bedeutung hat. Später würde er es dann tatsächlich für La Jeunesse aufgreifen und thematisieren, auch wenn wir Wee Li Sung nie richtig kennenlernen werden. Was folgt, ist diese großartige Reise nach Shanghai in einer chinesischen Junke, wo sich dann aber auch einiges ereignet, denn es ist Verrat im Spiel und Corto kann sich schließlich dadurch retten, dass er über Bord springt und an Land schwimmt und eben nicht weiß, ob Rasputin es überlebt hat oder ob er tot ist. Aber das ist natürlich eine typische Rasputin-Situation und diese Art von Ungewissheit ist dabei nicht ungewöhnlich. Hier haben wir dann eine Begegnung mit General Chang, der offensichtlich für eine gewisse, wenn auch relativ kurze Zeit im Begriff war, zu einem der mächtigsten Männer in China aufzusteigen. In Shanghai gerät Corto Maltese in ein Dampfbad oder in eine Sauna, wo er eine Begegnung mit Jack Tippett hat, der ein amerikanischer Air Force Offizier ist und der da so sein eigenes Süppchen in dieser Region kocht. Und hier ist schließlich Fürstin Marina Seminova, eine russische Aristokratin, in die Hugo Pratt alle nur erdenklichen Klischees verpackt, die man mit einer solchen Persönlichkeit verbinden kann. Und Corto möchte an Bord dieses Zugs kommen. Und um dahin zu kommen, braucht er eben Tippets Hilfe, weil sie werden mit einem Doppeldecker hinfliegen. Das ist also zugleich auch eine sehr abenteuerlustige Geschichte, wo sich ständig was tut. Das ist also alles visuell super reizvoll und hat auch ständig diese großartige, riesige Vista überall.
Semenov kann ja mit Hilfe seines Feldstechers sehen, dass der Pilot des Flugzeugs Tippett ist. Daraufhin sagt Fürstin Marina: Jack Tippett, ich liebe den Mann, schießen Sie ihn ab. Es ist einfach großartiger Hugo Pratt-Humor. Natürlich werden die beiden den Absturz überleben. Und hier haben wir zum ersten Mal, sozusagen die Handlung schwenkt um, vermutlich hunderte Kilometer entfernt von hier, in das Lager von Roman von Ungern-Sternberg, der zaristische Feldherr. Interessant ist ja, dass in all dem Gefüge Hugo Pratt meistens die Perspektiven von all den zaristischen oder weißrussischen Kräften zeigt. Also Semenov, Ungern-Sternberg, Koltschak, und relativ wenig den Blickwinkel der Bolschewiki und der Kommunisten. Was aber nicht unbedingt eine politische Tendenz bei Hugo Pratt ist, weil die meisten Zaristen, die er da so zeigt in der Geschichte, doch ziemliche Schurken sind. Und hier haben wir ein Wiedersehen mit Shanghai Li. Sie war ja schon kurz auf der Junke, mit der Corto Maltese von Hongkong nach Shanghai fuhr und hatte ihm dort das Leben gerettet. Der Name Shanghai Li ist wahrscheinlich eine Art von Übertragung, die Hugo Pratt hier vornimmt, weil die Protagonistin in Sternbergs Shanghai Express, gespielt von Marlene Dietrich, heißt ja Shanghai Lily. Also ich spüre da irgendwie einen Zusammenhang. Aber Shanghai Li ist eine hoch ausgebildete Kämpferin der roten Laternen und letztendlich eine Art Geheimagentin, die ihre eigene Strategie verfolgt. Aber ich würde mal sagen, dass sie möglicherweise die wehrhafteste oder gefährlichste Frau ist, die Hugo Pratt jemals dargestellt hatte, und viele seiner Frauen kann man als stark und sehr wehrhaft bezeichnen. Und hier gibt es ein Wiedersehen zwischen Corto Maltese und Rasputin, der offensichtlich nicht im chinesischen Meer ertrunken ist. Und wir haben zum ersten Mal hier ein bisschen eine Art von nachtnächtlicher Atmosphäre, die so etwas Ursibirisches an sich hat. Semenov ist hier aus seiner Uniform in etwas deutlich Bequemeres geschlüpft. Ich glaube, sowas hätte Hugo Pratt für das Piff-Magazin nicht so direkt zeichnen können. Das hier ist eine faszinierende Szene, die sich hier Hugo Pratt ausgedacht hatte. Das sind eben diese zwei Züge, deren Weg sich hier so sozusagen so kreuzt. Da findet eine Art von Schlacht zwischen diesen beiden gepanzerten Zügen statt, so mehr im Geiste eines napoleonischen Meereskrieges zwischen Segelschiffen, aber eben übertragen in die etwas modernere Welt der Jahrhundertwende und des Ersten Weltkriegs.
versuche an einigen Stellen auch gar nicht so lange zu verweilen, aber mehr motiviert dadurch, dass ich nicht unbedingt gewisse Dinge spoilern möchte, weil vielleicht magst du selber diesen großartigen Band durchschmökern. Es ist ja ein faszinierendes Abenteuer, das einen so richtig in seinen Bann ziehen kann, zumindest wenn man Corto Maltese mag und Hugo Pratt. Corto glaubt hier wahrscheinlich, dass er Semenov getötet hat, aber wir wissen, dass der Kosakengeneral den Sturz wohl überlebt, denn er wurde erst 1946 von den Sowjets ganz offiziell hingerichtet. Bei diesem Comic mangelt es natürlich nicht an so einer gewissen historischen Rauheit, die da unentwegt sich im Hintergrund abspielt, so wie in dieser Situation, wo Corto, Rasputin und Chiang Hai-li einfach an dieser Hinrichtung vorbeigehen und da irgendwie kaum ein Wort darüber verlieren. Das war auch ein zentrales Thema des Ersten Weltkriegs, diese Obsession für riesige Kanonen. War diese Vision, dass wer die größte Kanone hat, möglicherweise den Krieg gewinnen kann. Corto Maltese ist da vollkommen sarkastisch oder zynisch an der Stelle, wo er sagt, es ist aber gar nicht so schwer, so eine Kanone zu zerstören und in die Luft zu jagen und was dann. Und nun gibt es schließlich eine Begegnung zwischen Ungern Sternberg und Corto. Ungern Sternberg hatte durchaus eine Faszination für so sibirischen Mystizismus und so allerlei buddhistische Themen. Da gab es also auch manch einen Schamanen, der wie so eine Art Berater von ihm fungierte. Das nun zurück zu General Chang, der mit seinem eigenen Zug unterwegs ist, dem Schwarzen Drachen. Das ist dann so ein richtiger Kriegszug oder ein Kampfzug. Das ist aber auch alles sehr kohärent, finde ich, denn gerade die Eisenbahn war die entscheidende Komponente dieses regionalen Konflikts. Also in einer Gegend, in der Truppenbewegungen ohne Eisenbahn kaum möglich gewesen wären. Und wer die Schienen kontrollierte, kontrollierte den Verlauf des Krieges. Hier findet dann endlich eine Begegnung mit den mongolischen Freiheitskämpfern statt. Das ist dann die kommunistische Perspektive. Und sie sind allerdings diejenigen, denen dann in dieser Region letztendlich historisch gesehen die Zukunft gehört. So, im Vergleich mit anderen Corto Maltese Bänden, die Hugo Pratt bis dahin gezeichnet hatte, ist dieser hier vergleichsweise sehr actionlastig, muss man sagen. Also da ist schon ein gewisses gewisse Dichte an Drama und Handlung, die sich da abspielt. Und Corto und Rasputin klettern ständig auf irgendwelche Züge und jagen Dinge in die Luft. Also da tut sich so richtig was. Und hier im Finale beschreibt, also oder erzeugt Hugo Pratt so einen faszinierenden Fourth Wall Break, sozusagen das Brechen der vierten Wand, dass die Gestalten aus der Handlung, aber auch Gestalten, die in der Handlung nicht waren, aber die wie so eine Art Zeitzeugen zu Wort kommen, diese Figuren sprechen dann zu uns. So ein bisschen. Ein wenig, als ob jemand einen Dokumentarfilm über diese Vorgänge und über Corto Maltese dreht. Und das sind eben Zeitzeugen, die wie so eine Art Talking Heads in einer Doku ihre Version
der Dinge zum Besten geben. Und offensichtlich sind wir wieder zurück in Hongkong hier, weil Corto Maltese kontaktiert die Roten Laternen, denn er hatte zwar das Abenteuer überlebt, aber etwas treibt ihn voran, denn da sind gewisse Gefühle, die sich bei ihm bezüglich Shanghai Li entwickelt haben. Die haben ja zusammen einiges ausgestanden. Damit ist dann auch das Ende dieser Geschichte vollständig in einer typischen Corto Maltese-Melancholie inbegriffen. Und zwar ist das ein wirklich ergreifendes Ende, bitter und süß zugleich, romantisch und extrem realpolitisch. Weil Corto Maltese reist einfach nach Inland China und sucht dieses Dorf auf, wo Shanghai Li lebt. Doch dort muss er feststellen, dass sie in Wirklichkeit verheiratet ist und dass er in ihrer Welt einfach keinen Platz hat. Dass diese Welt für ihn einfach unzugänglich ist und zu fremdartig. Und es hat so viel Subtext über das Wesen dieser Frau, die wir nun unter dem Decknamen Shanghai Li kennengelernt haben, die aber hier in ihrem Dorf vermutlich einen ganz anderen Namen hat, während sie im Dienst der Roten Laternen eine hochqualifizierte Agentin und eine professionelle Killerin ist. Und so geht eine weitere Corto Maltese-Geschichte zu Ende. Melancholisch und sehnsüchtig, aber auch entsprechend faszinierend. Und das war's dann. Das war also Cortes Conta de Arcana, besser bekannt als Corto Maltese in Sibirien. Zum ersten Mal erschienen im Linus Magazin, das hier natürlich in einer großartigen Version von Schreiber und Leser, koloriert von Patrizia Zanotti. Das ist alles, was mir so auf Anhieb dazu einfällt. Wenn du etwas Interessantes über diesen Band weißt oder der darin behandelten Geschichte, schreib es doch mal gerne in die Kommentarfunktion. Ich werde es allzu gerne lesen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.